Hausprojekt hier in Berlin-Friedrichshain. Als autonomes Projekt hat für uns Selbstorganisierung sowohl eine politische als auch eine praktische Bedeutung. Wir wollen so unabhängig wie möglich sein. Das Konzept des DIY, des Do-it-yourself, in unser tägliches Leben mit ein. Wir haben keine Lust, mit dem alltäglichen Sexismus und der Dominanz von Cis-Männern in der Welt zu leben, schon gar nicht in unserem Zuhause. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, uns ohne Cis-Männer zu organisieren und hier zu leben. Alle anderen Gender-Identitäten sind willkommen. Wir streben ständig nach einem nicht-hierarchischen, kollektiven Lebensraum für Menschen, die oft auf mehreren Ebenen diskriminiert werden. Wir schaffen den Zugang zu Wohnraum in einer zunehmend gentrifizierten Stadt, auch für wenig privilegierte Menschen. In einem System, das Menschen abhängig von finanziellen Möglichkeiten selektiert, in einem System, das ständig versucht, uns klein zu machen, ist die Liebig 34 seit über 20 Jahren ein Ort, an dem sich FeministInnen gegenseitig empowern können. Die Liebig 34 ist ein Wohnraum und Schutzraum, Ort des Ausprobierens, der Selbstorganisierung, der Subkultur, der Selbstbildung. Sie ist lebendiger Versuch einer Utopie und Keimzelle gegen Faschismus, Kapitalismus und Patriarchat. In einer Metropole des kapitalistischen Patriarchats ist für diesen Ort anscheinend kein Platz mehr. Berlin, die Stadt, die wir alle für ihre Vielfalt, ihre Freiräume und ihr linkes DIY-Image lieben, wird durch Bedienung eben dieses Images ausverkauft. Gentrifizierung nimmt in Berlin immer drastischere Formen an. Politik und Justiz sehen tatenlos zu, beziehungsweise begünstigen sie den Ausverkauf. Und das unter einem aktuell rot-rot-grünen Senat. Doch auch schon unter einem rot-roten Senat vor 10 Jahren war es nicht anders. Die Liebig 34 soll geräumt werden, während in Friedrichshain fast nichts mehr vom zugänglichen Spreeufer übrig geblieben ist, während unnütze Shopping-Malls gebaut werden, Amazon angelockt wird und Menschen sich ihre Mieten schon lange nicht mehr leisten können. Ende 2018 lief der Pachtvertrag für unser Haus, die Liebig 34, aus. Und der Hauseigentümer Gio Rapadovic stellte Antrag auf unsere Räumung. Seitdem sind wir ständig von Polizeirazzien und unserer Zwangsräumung bedroht. Wir können uns nicht mehr als ein Safer Space bezeichnen. Gleichzeitig wird da für dich in der ganzen Stadt als Propaganda auf die Heckklappe von Polizeiautos platziert. Aber wenn wir täglicher Unterdrückung durch die Polizei ausgesetzt sind und es letztlich die Polizei ist, die sich für unsere Räumung einsetzt und diese durchführen wird, müssen wir uns fragen, für wen gilt da für dich? Am 30.04. geht der Prozess um unsere Räumungsklage am Strafgericht in der Turmstraße in die nächste Runde. Wenn es bei der Erwirkung eines Räumungstitels gegen Liebig 34 um Rechtsprechung gehen soll, fragen wir uns, um wessen Rechte geht es und wo ist da die Gerechtigkeit? Wir erwarten von Justiz keine Gerechtigkeit, denn sie schützt die Interessen der Kapitalistinnen. Sie handelt nicht nach Ethik und Moral. Weder in unserem Fall noch in dem von 5000 Zwangsräumungen berlinweit jedes Jahr. Wir alle müssen uns fragen, was für ein Berlin und was für eine Welt wollen wir? Wir als Liebig 34 stellen uns auf die Seite der Unversöhnlichen mit Kapitalismus und Patriarchat. Und wir hoffen, dass ihr dabei seid. Wir wollen kein Amazon Edge Tower in Friedrichshain. Keine weiteren Zwangsräumungen von Menschen. Die Liebig 34 und alle anderen räumungsbedrohten Projekte sollen bleiben.